Willkommen hier aus Kanada, aus Oh Canada, hier aus Montreal am Circuit de Gilles Villeneuve. Und ja, eine mega bombastische Strecke, in der auch die aktuelle Formel 1 schon war. Wir hatten dort ein sehr spannendes Rennen und ja, ich hoffe natürlich, dass wir das heute auch erreichen können. Wie immer zu erwarten, sehr kalt hier und das spielt uns ehrlich gesagt auch in die Karten. Ich glaube, das Auto fährt sich mit kalten Reifen, mit kalten Bedingungen ein bisschen besser. Wir haben 3 DRS-Zonen, 4,3 Kilometer und auch so an sich eine sehr flache und ebene Strecke. Und ja, das Ding ist halt, wir haben halt auch wieder hier, wie schon in Aserbaidschan, wo wir ein katastrophales Rennen hatten wegen unserer fehlenden Pace, ja, wieder auch hier 2 ewig lange Geraden, also gut, sagen wir mal eine ewig lange und natürlich dann noch Start und Ziel, da wo wir echt ordentlich an Zeit verlieren. Abonniert den Channel gerne kostenlos, lasst gerne Daumen rum, da wir starten hier in unsere Qualifying-Runde Blitzqualifying. Schaut gerne auf Instagram vorbei und auch gerne auf jetzt-tobi auf TikTok. Links wie immer alle in der Bio und 6 war okay. Wir sind aktuell 2. Platz und ja, jetzt sind wir 5. War wieder eine kurze Geraden und das Problem ist, alle etwas längeren Geraden haben auch gleich DRS hier. Also das wird echt schwierig. 2. Platz, bis zu der Kurve bin ich sogar 1. Leute. Wir fahren hier immer noch, ich habe die Schwierigkeit wieder aufgedreht, also das ist nicht mehr die Schwierigkeit liegen. Der Exit war vielleicht ein bisschen zu, ja, rutschig, aber dadurch verliert man nicht 6 Plätze auf einmal. Also es ist natürlich klar, es ist eine enge, eine kurze Strecke, da sind die Fahrer immer sehr eng beieinander, aber guckt euch jetzt nachher mal an. Wir sind hier jetzt 5., 4. sogar, ja, hier habe ich den Scheitel ein bisschen verpasst, 4. beim Exit habe ich noch nicht einen Platz verloren, aber jetzt hier beim Hochbeschleunigen sogar 3. Und jetzt geht es dann los, zack, das DRS erwischen wir auch gut und jetzt schon 5. Und das ist halt auch das Ding 6. Ja, und das ist halt genau dieser Topspeed, der uns fehlt. 7. So, die letzte Kurve, nur nicht in die World of Champions fallen, die war hardcore gefahren. 6. Platz, halten wir, nein, nicht mal den 7. Platz, das ist natürlich etwas enttäuschend. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Dank einer überragenden Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Im Rest der Startaufstellung haben wir Sainz, Russell, Sergio Perez und Verstappen, der Wissenschaftler Ricardo, Magnussen und Fernando Alonso, Norris, Bottas, Esteban Ocon und Mick Schumacher, Vettel, Tsunoda, Pierre Gasly und Alexander Albon, Joe, Stroll, Liam Lawson und Nicolas Latifi. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Das Auto fühlte sich im Training und im Qualifying, sagen wir mal im Training, eigentlich gut an. Wir hatten 2x Bestzeit und ich dachte mir echt, auch auf der Schwierigkeit, auf die ich heute fahren werde, ich glaube, wir fahren 78 wieder. Aber jetzt gucken wir uns mal den Start an, wir reden dann ein bisschen weiter. Lights out and here we go. Der große Preis von Kanada beginnt und wir kommen etwas mehr weg. Wir kommen da, würde ich mal sagen, so wie Paris weg. Aber wir können da reinstechen. Ja, da war wenig Platz in der ersten Kurve. Aber es reicht für den 4. Platz. Das ist schon mal unnormal gut. Also wirklich, das ist verhältnismäßig ein sehr guter Start. Aber auch nur, weil Perez und Russell ein bisschen mit sich beschäftigt waren, konnten wir hier natürlich die Gunst der Stunde innen nutzen und durchgehen. Und jetzt hier an Hamilton. Natürlich, ich weiß, die Mercedes sind von der Pace her nicht so schnell. Oder sagen wir mal nicht so krass schnell wie die Ferrari. Die sind ja wirklich, die fahren ja alles in Grund und Boden in unserer Karriere. Nur jetzt mal zu beachten, dass Hamilton mit Gelb gestartet ist. Also der wird dann auf Weiß gehen, wahrscheinlich die letzten 5 Runden. Das könnte natürlich uns strategisch auch ein bisschen noch in die Karten spielen, weil wir werden nur auf Gelb gehen. Und natürlich, aber auch hier mal jetzt, das wollte ich sagen, er fährt mit Gelb schneller als wir mit Rot. Und das ist schon mal sehr traurig und das auch gerade beim Start weg und auch die ersten paar Kurven. Aber hier sind wir ein bisschen besser rausgekommen, liegt vermutlich auch am Reifen. Ich habe mir ein bisschen vorgespult, jetzt gehen wir innen da rein. Das, ja, guckt euch das mal an, aber hier können wir einfach länger drauf halten. Das ist unsere Kurve, wenn man innen ist. Und wir haben es hier tatsächlich geschafft. Wir sind der 3. Platz in Kanada. Was für eine Sache. Und ihr habt es vielleicht schon im Titel gelesen. Wir werden heute noch ein Safety Car leben. Woohoo! Aber das gucken wir uns natürlich später an. Russell jetzt
fährt ein bisschen mit Perez. Das ist natürlich auch gut für uns, weil dadurch kommt es ein bisschen weit weg. Ich werde ein hartes Rennen heute gegen die Mercedes fahren müssen. Oder auch natürlich gegen Perez und Verstappen. Die sind ja beide hinter mir. Aber hier gucken wir uns nochmal den Start an und ob das wirklich so hardcore war, wie es ausgesehen hat. Das war nämlich, hat sehr hardcore ausgesehen. Wir sind natürlich dieses blau-orange Auto und stechen hier ordentlich rein. Ja, wie gut, dass wir da vorne waren, sonst hätten wir den Platz 100%ig zurückgeben müssen. Ich habe mich da ordentlich verschätzt und wollte dann nur raus aus der Kurve. Hab da eingelenkt und da war, glaube ich, mehr Körperstrecke unter mir. Hier auch, da war eine gute Entscheidung. Ich habe mich zuerst, zuerst wollte ich links fahren und dachte mir dann, ach, der macht mir safe die Tür zu. Und wer weiß, ob ich es dann in der ersten Kurve noch schaffen werde, dran zu sein. Unsere Hinterreifen nutzen sich verdächtig schnell ab in der letzten Zeit. Auch in Kanada ist mir das schon, in Aserbaidschan ist mir das schon aufgefallen, dass unsere Hinterreifen wirklich so schnell weg sind. Liegt vermutlich auch an dem derben Wheelspin, den ich beim Start immer habe. Ich bekomme den Start einfach noch nicht perfekt hin. Ich meine, ja, es liegt vermutlich auch an dem Motor, der schon wieder gelb ist. Aber dann müssen wir auch noch in Großbritannien damit leben können. Jetzt gehen wir in die Box rein. Runde 6, Hamilton hat so hardcore Druck gemacht. Vorne hin waren 6 Sekunden schon nichts mehr da. Und jetzt heißt es natürlich, die 1-2 Runden, die wir vor den anderen reingehen, dass wir die sinnvoll nutzen, nur keine Blockaden. Zack, lila, sehr gut. Und jetzt gehen wir auf die Gelben natürlich. Die glänzen auch, aber nicht so hardcore wie in Wirklichkeit. Also da hat man etwas geändert. Letztes Jahr haben die wirklich geglänzt. Wir kommen auf den letzten Platz raus, wie zu erwarten natürlich. Alexander Albon jetzt vor uns. Ich hoffe natürlich, dass wir, ja, wir haben auch hier noch natürlich einen Polster von 3 Sekunden. Jetzt ist auch die Spitze in der Box. Hier Verstappen, Perez. Und ich muss hier reinstechen. Ich muss hier draufhalten. Es tut mir so leid, Alexander Albon. Aber ich sah links schon Verstappen rauskommen. Ah, nein, das ist Perez. Perez rauskommen. Und ich wusste genau, wenn ich da jetzt nicht drauf oder reingehe, dann wird das nichts mehr. Schreibt gerne in die Kommentare, ob das so hart war. Wir gucken uns das ein bisschen später nochmal in der Replay an. Sainz und Leclerc waren auch in der Box, die sind 8 Sekunden weg, also da ist nichts mit, wir können vermutlich um den Sieg mitfahren und so. Das war mir auch klar, nachdem ich das Ergebnis von Qualifying gesehen habe und wir da 8 Zehntel weg waren von der Spitze, war mir das auch klar, dass die Pace absolut nicht da ist. Also dass es im Training wirklich nur eine Momentaufnahme war, dass sich das im Training ordentlich und dann sehr gut angefühlt hat. Und wir hier einfach keine Chance gegen die Ferrari haben. Ich hoffe, die Pace pendelt sich irgendwann mal wieder ein, weil die Ferrari sind wirklich eine Macht in Wirklichkeit. Jetzt ist die andere, ja, die anderen sind jetzt in der Box. Ein Mercedes kommt rein und wir haben gerade, oh mein Gott, guckt euch das mal an, wie nah Checo Perez hier an uns dran ist. Und das reicht nicht. Lewis Hamilton hat es geschafft, vor uns rauszukommen. Aber nicht so weit, als ich mir das gedacht habe. Es ist eine Sekunde. Natürlich hat er jetzt auch die Weißen drauf und mit viel Glück können wir da vielleicht irgendwann den Angriff wagen. Ein Versa-Reifen, wie gesagt, wir wissen, dass die echt lange brauchen, um auf Temperatur zu sein. Vor allem sind die natürlich auch ein bisschen. Also meiner Meinung nach sind die weißen Reifen im Game besser wie die gelben Reifen. Ich mag die gelben gar nicht so, aber die sind natürlich noch ein Ticken schneller. Also wenn man da 50% drin fährt, da bin ich eigentlich immer schon auf den weißen Reifen lieber wie auf den gelben. Und jetzt kommt der Safety Car, unser erster Safety Car in irgendeinem Modus, in der Karriere, in der Mega-Season und auch hier in My Team. Unser erstes Call, unser erstes Safety Car. Was für ein Wahnsinn. Nach 10 Grand Prix haben wir hier das erste Safety Car. Es fühlt sich okay an. Ich meine, es ist ein Safety Car, aber trotzdem finde ich das auch cool, dass wir das endlich mal geschafft haben, ein Safety Car hier zu bekommen. Es geht schon wieder los, Leute, das ist der Restart. Wir rutschen hier ein bisschen wieder über den ersten Körper. Ähnlich wie beim Start, da kommt Hamilton wieder durch. Und ja, das wird nicht reichen, um ihn hier zu überholen. Aber wir sind nah dran. Ich war sehr hart in der ersten Kurve. Das war echt, ach, Hamilton, der fährt uns da vor das Auto. Ich bin da echt, ich wollte mit voll Elan durchfahren. Und ja, jetzt klebt uns natürlich auch wieder Perez hinten drauf. Hier gut durchkommen. Oh, da fahren wir über das ganze Gras. Aber der Restart kam echt schnell, sogar für mich. ja, wie gesagt, cool, erste Safety Car. Und jetzt sind wir an Lewis Hamilton dran. Runde 17. Wir gehen in die 18. Runde. Und letzte Kurve, bloß nicht nächste verkacken. Track Limits sind hier kein Ding, keine große Sache. Und ja, da fehlt uns einfach der Top Speed. Wir kommen da viel besser raus und wir halten hier drauf. Wir gehen hier rein und das war, glaube ich, eines der fairsten ersten Kurven. Wir holen über des heutigen Rennens und da kommt eine Quersteher. Aber wir müssen das ins Ziel retten. Das wäre unser zweites Podium in der gesamten MyTeam-Karriere. Also das wäre wirklich... Oh, da ditchen wir ganz leicht gegen die Mauer. Ich glaube, das reicht nicht für Flügelschaden.
Und ich fahre hier wirklich um mein Leben. Lewis Hamilton hinter uns. Ich drehe das ES nicht mal mehr auf, weil ich genau weiß, für die sehr, sehr lange Start- und Zielgeraden muss ich mir das ES aufheben. Das wusste ich hier dann auch gleich wieder. Hier reicht es nämlich, um noch vorne zu bleiben. Es sind nur 2 Zehntel, die Hamilton jetzt hinter uns ist. Wird es reichen, um den 3. Platz zu bewahren? Wir gucken uns hier nochmal die Replay an. Und das ist jetzt auch hier dieser Albon-Überholen. Ja, Vorgang, über den wir gerade da gesprochen haben. Es war sehr hart. Ich bin sehr, sehr spät da reingegangen. Es ist nichts geflogen und ich musste hier. Und da geht sogar Checo noch mehr neben die Strecke, weil er genau wusste hier, oh mein Gott, das ist auch der Beweis, dass der Restart, den habe ich ein bisschen verschlafen. Also ich wusste auch nicht, es war grün, ich wollte da schon neben Hamilton fahren. Und das Problem ist halt, dass es genau dann perfekt grün wurde, als wir in der letzten Kurve waren. Und das ist halt echt, echt sehr, sehr dumm. Alter, guckt euch das mal an, wie hart das hier ist. Und ja, da hat fast Perez als lachender Dritter sich da reingesetzt. Und dann hier kommen wir, ja, ich würde sagen, ordentlich durch die letzte Kurve durch. Schneiden ist mein zweiter Vorname. Und jetzt geht es dann hier in die erste Kurve. Ich wusste, wenn ich hier kein Manöver setze, dann war es das. Und das war eigentlich okay. Es sah aus der Innencockpit-Perspektive, oh mein Gott, das wäre echt ein harter Rutscher. Und wir sehen, gehen hier durch die letzten beiden Kurven. Carlos Sainz fährt unnormal in der letzten, oh mein Gott, Hamilton hier. Aber es reicht für den 3. Platz. Wir holen den 2., ja, das 2. Saisonpodium. Und ja, wie Carlos Sainz Junior in der letzten Runde, ich bin gefühlt gestorben mit den Reifen. Und er schafft in der letzten Runde die schnellste Rennrunde. Das siehst du mal den Unterschied der Autos. Aber das war ein phänomenaler Grand Prix. Jetzt wird es ein bisschen laggy. Jetzt mal natürlich hier die Siegerehrung, da sind wir drauf. Ja, Carlos Sainz Junior, natürlich kann er sich freuen. Es war ein tolles Rennen. Ich habe die beiden nach dem Start eigentlich nie wieder gesehen. Selbst beim Restart konnte ich die nicht, nur ein bisschen erhaschen, weil Hamilton da vor mir war. Also ich habe die Ferraris wirklich nur die erste Runde vor mir gesehen. Dann waren die eigentlich auf und davon. Das ist gut für die. Im Game sind sie um eine Ecke besser wie im Spiel. Im Game sind sie um eine Ecke besser wie in Wirklichkeit. Also da läuft eigentlich alles wie im Schnürchen. Ja, in Wirklichkeit eher so genau das Gegenteil. Carlos Sainz Junior gewinnt hier in Kanada. Und ich glaube, das ist auch der 10. Ferrari-Sieg in unserem 10. Rennen. Das ist schon eine Macht. Ich würde fast sagen, dass die Ferrari zu gut gemacht sind im Game. Also die Red Bulls sind eigentlich in Wirklichkeit auch genauso gut. Und da hat man die Ferrari echt ein bisschen overpowered gemacht, weil die sind auch in manchen Grand Prix Rennen unnormal schnell. 5 Sekunden waren wir da weg, obwohl der Restart eigentlich nur nach 2 Runden war. Also man hatte nur noch 2 Runden zu fahren beim Restart und da nochmal 5 Sekunden rauszuholen ist schon, ja, ordentlich. Wir sind mit ein paar Tausendstel vor Lewis Hamilton, fast 1/10 war es, okay. Es waren ein bisschen mehr als 1/10 vor Lewis Hamilton ins Ziel gekommen. Liam Lawson 19. ist auch einer der besten Endplatzierungen, sehr, sehr gut von ihm. Und wir sind 4. in der Konstrukteurs, wenn wir können. Konnten uns immer noch vor Perez und Hamilton halten, das sehr gut ist. Und noch dazu konnten wir überraschenderweise auch George Russell, unseren Rivalen, ich weiß nicht genau, warum ich den nehmen musste, fahren. Wir sind bestimmt vom Auto her sicher eine halbe Sekunde langsamer als der, aber den konnte ich auch im ganzen Rennen eigentlich dominieren. 102 Punkte hat auch unser Team und das ist auch sehr gut. Und guckt euch den Bug hier mal an, aber ja, für das reicht's. Wir haben hier 3 Punkte im Ranking gut gemacht und sind jetzt insgesamt 5 vor Georgie. Das ist sehr, sehr gut und ich glaube, das kann uns in manch anderen Rennstrecken noch zugutekommen, denke ich mal, hoffentlich. Aber wir werden vermutlich auch noch ein bisschen einstecken müssen. Jetzt kommt Großbritannien jetzt mit dem echt sehr, sehr angefahrenen Motor. Wir haben da schon wieder über 60%. Glaube ich, werden wir vielleicht wieder am Ende des Rennens Rauchzeichen geben. Aber ich möchte das jetzt trotzdem durchziehen, weil umso mehr Motoren wir jetzt verbrauchen, das gibt jetzt schon eine Grid-Penalty dann in vermutlich Belgien oder so nach der, oder Monza vielleicht spätestens. Und das ist ja noch nicht alles. Dann kommen noch ein Motor und noch ein, also ich rechne mit mindestens noch 4, wir haben jetzt
die Hälfte der Season und haben schon den dritten Motor gebraucht. Schaut gerne auf Instagram, auf TikTok vorbei. @Tobi, jeden Tag vom Land Stuff, mindestens 4 Videos. Ich freue mich echt, wir sind da 12.000 Leute. Links mal unten in der Bio und auch gerne auf Instagram. Und abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos. Morgen oder übermorgen sollte dann ein Quiz hier kommen. Und wir sehen uns hoffentlich morgen oder später auf TikTok. Ciao.